Ja, zu diesen Abendlektionen. Und wenn jemand, ist da jemand, der Übersetzung ins Schwedische braucht? Nein, es gibt keinen. Aber es wird Übersetzung ins Dänische geben und in Deutsch in Raum 4. Herzlich willkommen zu dieser Lektion, die heißt also die Verwandlung des religiösen Lebens. Ich will also erklären, wie das religiöse Konzept sich verändert hat. Und ich werde unter anderem über die verschiedenen Weltimpulse sprechen, wie das die Kulturen beeinflusst hat und die verschiedenen Arten von Leuten, zum Beispiel mehr Gefühlsleuten und Intelligenzleuten und wie diese also die religiösen Sachen entgegennehmen. Zu modernen Ansichten, Religiosen und Kultur ist etwas, das zwischen verschiedenen Leuten zustande kommt. Das gibt also Sinn fürs Leben, verwurzelt in Fantasie. Und die akademischen Riten sind ja auch konstruiert. Und bei vielen brauchten wir also eine Sprache. Wie sprechen wir über Sachen? Und das gibt ja Existenz zu den Sachen. So Realität, aber viele Leute heute sagen, die sagen natürlich, dass es eine objektive Welt gibt, dass es Sprache gibt und Martinus stimmt damit überein, dass das Vernehmen der objektiven Welt, das also vollkommen dem unterworfen wird, ist, dass man subjektiv ist und das nur von unserem Bewusstsein abhängt. Aber die Welt existiert aber auch unabhängig von unserer Art und Weise, wie wir sie in Namen nehmen. Aber abgesehen von den Vibrationen und den Bewegungen, diese Wahrnehmung dieser objektiven Welt, die wird bei uns selbst erschaffen. Wir geben dem Leben Sinn und Meinung gemäß unseren Erfahrungen, die wir haben. Ein kleines Beispiel könnte ja sein, wie wir zum Beispiel Farben empfinden. Und ist zum Beispiel die Sache hier rot oder grün? Und das hängt viel von dem Bewusstsein ab. Und wir haben also gelernt, bestimmte Eigenschaften, die den Farben zugeordnet. Das hat also mit dem Perspektivprinzip auch zu tun. So, und die Sinn ist also entworfen von dem, was wir glauben. So grundlegend also das, was wir aufgebaut haben als Erkenntnisse in unserer Entwicklung im Tierreich aufgebaut haben. Das bestimmt also das, was wir sehen. Und das ist auch relevant für das, wenn wir neue Sachen sehen. Aber die Welt ist ja mehr als nur die physische Welt. Wenn es Religion betrifft, da sagt Martinus sehr deutlich, natürlich haben wir unsere religiösen Konzepte selbst hergestellt, gemäß dem Entwicklungsniveau, auf dem wir bestehen. Und man versteht auch die großen Sachen, die uns beeinflussen. Wenn wir eine relative primitive Mentalität haben, mit primitiver Moral, zum Beispiel ein Status, der Kampf erfordert, als ein großes Ideal im Leben. Und wenn man meint, dass das Größte, was passieren kann, dass man im Kriege stirbt, dann in dieser Kultur, dann werden wir natürlich Experten werden. Und in der Meinung dieser Leute, dann erwartet man gemäß seinem Gedankensystem, dass der Gott auch von uns fordert, dass wir uns revanchieren und Rache ausüben. Und wir bekommen dadurch, also wir sind von Gott bevorzugt, wenn wir Krieger sind. In diesem Sinn
haben wir selbst ein Bild von Gott erstellt. Aber das heißt also, der Mensch erschafft Gott in seinem Bild. Aber das Gegenteil gilt auch, dass und es inkarnieren also Welterlöser und die Welterlöser, die inspirieren in gewisser Weise die Idealen, die wir haben, also die Moral der Entwicklung. Und es ist natürlich nicht der Fall, dass wir wahrnehmen, und mit der Hilfe von sehr weisen Lehrern in der Religion und in der Philosophie bekommen wir auch Hilfe. Und hier müssen wir die materialistische Wissenschaft verlassen und diese Gedankenweise müssen wir hinter uns lassen. Denn wir sind ja überein, dass wir eine Empfindung von der Existenz haben. Und es ist ja schwer zu definieren, ob es wirklich etwas Objektives, Existenz von etwas besteht. Und Martinus sagt Folgendes in dem Liebesbuch: Solche Wesen erkennt man also daran, dass ihre Mission stets darin resultiert, dass sich eine Gesellschaft eine neue und vollkommene Geistesstruktur aneignet, wodurch sie von den primitiven Traditionen und vom Aberglauben einer veralteten Kultur und von den dadurch entstandenen Leiden befreit wird. Und diese Welterlöser, die kommen also immer zu der Kultur, zu der sie passen. Und es ist ja genau das, was Martinus auch sagt. Das ist eine unerschütterliche Existenz gibt, und zwar außerhalb von Zeit und Raum. Also, dass es etwas gibt, was die tiefste Voraussetzung ist für unsere wahrnehmbare Welt. Und das gilt sowohl für die physische wie auch für die geistige Welt. So, wenn wir über Religion sprechen, wir machen also nicht ein Gottesbild nur auch gemäß unseren eigenen Vorstellungen, sondern da kommt auch etwas von unserem tiefsten Bewusstsein. Und was dahinter steht, ist auch das Bewusstsein der Welt. Es gab keine Zeit in der Existenz, wo wir nicht mit dieser wesentlichen Hintergrund verbunden waren. Und wir werden immer zu dieser grundlegenden Ursprung verbunden sein. Und Martinus schreibt darüber Folgendes, und also über uns selbst. Er spricht also von dem X1 und er schreibt in dem Liebesbuch Nummer 2, schreibt er: Wie wir sehen, lieber Leser, ist etwas Nummer 1, das alles dominiert, einzige absolute Existierende, was existiert. Alles andere ist und bleibt Illusion. Aber Illusionen sind ein unentbehrlicher Faktor in der Analyse des Lebewesens, da es kein Lebewesen ohne sie geben könnte. Sie sind die Einzelheiten des Lebens. Das Leben ist etwas, was aus Illusionen besteht. Dieses etwa ist, wie wir gesehen haben, dasselbe wie das Etwas Nummer 2 und das Etwa Nummer 3. Die wieder ihrer höchsten Analyse nach dasselbe wie X1 sind. Ja, interessant, oder? Wie wir sehen können aus der Verbindung zwischen Gott und uns, da haben wir das ewige Wesen und dieses Bewusstsein und der Organismus, und drumherum haben wir die Gottheit und die Individuen, die Gott ausmacht. Und dieses Wesen, als
Wir sind also als Lebewesen immer mit Gott verbunden. Aber im Status unserer Illusionen, da haben wir überhaupt keine Empfindung davon, dass diese organische Verbindung gibt. Wir haben also, wie gesagt, immer diese Verbindung zu Gott. Und die gleiche Idee sehen wir hier, diese tiefe Verbindung zu dem Ich der Gottheit. Und dieses Symbol zeigt uns, wie und in diesem Bereich, wir haben das Pflanzenreich, Tierreich, Anfang des wahren Menschenreichs, und aber diese ewige Verbindung zwischen der Gottheit und uns selbst und dem Individuum ist also immer dort und kann niemals stoppen zu existieren. Martinus schreibt in dem Buch 1, die Erdengemeinschaft bildet eine kosmische Realität, die sich in der Entwicklung befindet. In dieser Entwicklung repräsentiert sie ein Stadium, das wieder als ein Übergangszustand vom Tierreich zum Menschenreich zu bezeichnen ist. Dieser Zustand wird sich als Kampf zwischen den führenden Energien dieser zwei reichen Formen, die wieder als Selbstsucht bzw. als Selbstlosigkeit zu bezeichnen sind. Also die und diese Entwicklung von Egoismus zu der Selbstlosigkeit in der kommenden Kultur, die wird unterstützt von verschiedenen Weltimpulsen, unterstützt, wo die Menschheit also geführt ist von verschiedenen Leitern und Welterlösern. Wir sehen das Ich Gottes hier, wir sehen das erschöpfende Prinzip. Und hier können wir sagen, das ist der Geist Gottes, der das ganze Universum durchstrahlt. Sowohl Mikrokosmos wie Makrokosmos. So alles, was wir wahrnehmen können, kommt von diesem ewigen Geist heraus. Also das, was wir erleben, das kommt von dem Geist, der hier ausstrahlt. Und dieser Planet, den wir hier sehen, aber das könnte auch ein anderes Individuum sein. Und wir sehen, dass es verschiedene Impulse, die unsere Erde beeinflusst haben, zu verschiedenen Zeiten. Und wir haben hier die Impulse der Naturmenschen oder einfachen Menschen. Und wir haben auch den alten Weltimpuls und die humanen Religionen auf der Welt hervorgerufen hat, also auf der Erde. Und wir sehen den neuen Weltimpuls. Ich werde das in mehr Einzelheiten später beschreiben. Also Martinus hat einen Unterschied gemacht zwischen den Impulsen. Und zwar in verschiedenen Abteilungen hat er die eingeteilt. Und das ist natürlich sehr generell gesehen. Hier haben wir die nationalen Religionen. Und ich werde das später nochmal näher erklären. Und Martinus schreibt über diese verschiedenen Welterlöser Folgendes in Lebensburg. Er sagt, Da Entwicklung nur durch das Erleben der Wesen von sowohl Finsternis als auch Licht stattfinden kann, haben die Welterlöser in der ersten Hälfte einer Entwicklungsspirale die Aufgabe, der Menschheit eine Moral auf der Basis der finsteren Ausstrahlung des göttlichen Schöpfungsprinzips zu geben. Während dieselben Wesen in der letzten Hälfte dieser Spirale die Entwicklung der Menschheit auf Grundlage der lichten Ausstrahlung dieses Prinzip bekommen.
In der ersten Hälfte einer Entwicklungsspirale sind somit die Welterlöser von der finsteren Ausstrahlung des Schöpfungsprinzips beseelt, während sie in der letzten Hälfte dagegen von der lichten Ausstrahlung dieses Prinzip beseelt sind. So, und natürlich, diese Welterlöser, die können also auch während der Dunkelheit kommen und uns inspirieren. Aber wenn wir mehr human werden, wenn wir also humane Wegleiter bekommen, die werden uns in einer besseren Welt hinführen. Und man sieht, dass oft die Naturmenschen in Harmonie mit der Natur leben, auch unter harten Bedingungen. Aber wenn sie in der Zivilisation inkarnieren, dann sind sie nichts anderes als jüngere Brüder in der Entwicklung. Und Martinus schreibt überdies in folgender Art und Weise: Aber diese ersten Ausüber der Welterlösung brauchen keine hochentwickelten Wesen mit kosmischem Bewusstsein oder Christusbewusstsein zu sein. Diese primitive Wesen, die sie nun leiten und denen sie helfen wollen, befinden sich auf dem Weg in die Sphäre der Finsternis und werden hier in den Kontrast zum Licht eingeweiht, das heißt Finsternis, sodass also die erste Stufe der Welterlösung. Und diese Tiere müssen also diese Art von Leitung haben. Sie müssen also durch den Instinkt geleitet werden. Wir haben die alten Impulse. Wir sehen die Situation, dass wir die schwere Energie spüren, wie Einführung in die Dunkelheit. Und das gibt Glaubensregionen. Und wir haben die schwere Energie in den menschlichen Gefühlen. Und diese Epoche sind diese Welterlöser, sind oft Experten in dem tötenden Prinzip. Martinus nennt sie auch Lucifer und weit, also in geschichtlich gesehen, sind die also sehr weit von uns jetzt entfernt. Wir haben keine historische Überlieferungen von dieser Zeit. Aber in diesem Weltimpuls haben wir die Religion der Gesetze. Und es gibt auch Gesetze, die einschränkt, das tötende Prinzip, wie zum Beispiel bei Moses und Zarathustra und auch der griechischen Religion. Dort wird also etwas erschaffen, dass Gesetze kommen, um das tötende Prinzip einzuschränken. Also, wie gesagt, um das tötende Prinzip zu begrenzen. Dazu hat man also diese Gesetzesreligionen. Also Moses kam also in eine Volksmenge hinein, die sehr primitiv und grausam war. Und er gab also diese Gesetze und sagte, ihr macht das. Und das Gesetz war natürlich sehr strikt. Und natürlich waren die Leute auch, befürchteten auch die Konsequenzen, wenn sie die Gesetze überschreiten würden. Und wir haben die Welterlösung hier Nummer 3. Und vor 2500 Jahren haben wir den alten Weltimpuls. Wir haben die humanistische Weltreligionen, die immer noch Einfluss auf unsere Menschheit haben. Und das ist meist aufgebaut auf Gefühlsenergie. Und wir haben Kulturtrends. Und wir sehen auch eine Entwicklung hin zu einer vereinenden Kultur. Aber dann kommen wir, wenn wir zu unserer Zeit kommen, den letzten 100 Jahren, dann sehen wir wachsende Spiritualität dank des neuen Weltimpulses. Es ist also eine spirituale Kraft, die über uns kommt.
Also wir haben starke Intelligenzimpulse, wir haben abstrakte Kunst, Materialismus, Atheismus wird erstanden. Und davor ist das eigentlich Zeit der Erleuchtung oder der Aufklärungszeit. Wir haben nationale Naturwissenschaft oder Naturwissenschaft, Theosophie, Anthroposophie. Wir haben also religiöse Philosophien. Und dann haben wir die Kulmination von Materialismen. Und wir können uns diese Hauptentwicklung wieder anschauen zu den Grundimpulsen, die wir haben. So, Naturvolk-Impulse hatten wir und dort wurde der Instinkt angesprochen. Und in der heidnischen Weltimpuls, der heidnische Weltimpuls, ist immer noch Instinkt und primitives Gefühle, das hier angesprochen wird. Dann haben wir den alten Weltimpuls, immer noch Instinkt, aber das Gefühl kam hinzu. Das Gefühl ist also das, was im Ansteigen ist, ist also der Anfang der humanen Gefühle. Und dann auch einen kleinen Teil von Intelligenz kam hinzu. Und der neue Weltimpuls, der Instinkt ist hier weniger important, also bedeutend. Und wir haben das Gefühl, und jetzt auf einmal bekommt die Intelligenz zum Vorschein. Denn, wie gesagt, die Intelligenz besagte, gegründete Sachen, die bestimmen heute viel in unserer Welt. Und später wird das einmal erneuert durch Intuition. Also wie die Antisten oder Erfinder haben, wenn sie ihre Ideen bekommen. Aber diese Impulse sind dann historisch bedeutend geworden. Zum Beispiel waren den Naturmenschen, ist es dann, als sie auf zwei Beine zu gehen anfingen und Intelligenz, wir haben also Notwendigkeit, mit Notwendigkeit. Wir müssen also, um Führung entgegennehmen zu können, müssen wir auch Bewusstsein haben. Und natürlich, das ist auf unserer Erde werden also die Impulse kommen, um uns zu inspirieren. Und das gilt natürlich auch für die Naturvölker. Und nicht vor allzu langer Zeit waren die Naturvölker, Afrika zum Beispiel, die waren ja einer alten Stammmoralität. Aber diese ändert sich. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein, was jetzt Naturvölker betrifft. Denn wir im Westen haben wir eine lange Tradition, dass wir andere Kulturen beurteilen aufgrund unserer eigenen Werte und Tradition. Und es ist bei weitem kriegen wir das nicht immer richtig hin. Und dass oft die primitiven Kulturen eine Kultur hatten, die sehr weit entwickelt war. Aber wir haben die uns als primitiv angesehen. So. Und viele, so wir kennen ja auch Staturen, wo Wesen, Staturen also zum Beispiel Menschenköpfe bekommen oder auch Tierköpfe haben zu der Entwicklung. Und da sehen wir einen Teil des Übergang in der Entwicklung. Und das haben wir auch bei den amerikanischen Naturvölkern. Die haben komplizierte Pyramiden erstellt und so weiter. Wenn wir
an den Pagan World Impuls uns anschauen. Dann haben wir die Zeit von Moses. Wir haben Menschenopfer in Südamerika. Wir haben die ganze Wikinger-Kultur in unseren Breitengraden. Und das Ideal bei diesen Kulturen war also im Kampf zu sterben und dass man diese Kraft des Kampfes bewundert hat. Und also diese Kultur kann sich also in Stammeskriegen auswirken. Und in dem alten Weltimpuls, dort herrscht also die Religion. Und da gibt es auch Leute, die im Namen der Religion andere töten oder auf jeden Fall ihren Land oder ihre Religion verteidigen. Und dann haben wir den alten Weltimpuls, der hauptsächlich charakterisiert ist durch und die Grundideen sind Mitempfinden zu anderen und auch Hilfe für andere. Und das speziell bei Buddhismus und Islam der Grund und Christenreligion. Diese Sachen sind dabei in der Entwicklung. Und diese Ideale können an vielen Plätzen in der Welt gefunden werden, speziell in einer demokratischen Gesellschaften, wo wir Medizinverpflegung haben, Schulausbildung. Und der Kern dieser neuen Kultur ist ja bei Christus in folgender Art und Weise charakterisiert worden. Christus hat die Hauptprinzipien für die neue Weltkultur gegeben. Er sagt, du sollst nicht nur 7-mal, sondern 70-mal vergeben. Und er sagt, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen und tut denen Gutes, die euch hassen, beziehungsweise und so weiter. Und was sagt er in der Bergpredigt? Und das, was du wünschst, dass der Nächste zu dir tut, mache es selbst für ihn. Und das ist also der Kern des alten Weltimpulses, von dem wir hier etwas sehen. Und diese Mentalität, die bedingt, dass wir oder dazu führt, dass wir im Grunde Frieden haben wollen. Es gibt also Philosophien auf der Welt, die tiefer gehen als unsere Religionen. Und wir sehen also, dass die Kosmologie und Philosophien oft uns grundlegende Fragen stellen. Und das hat dann natürlich großen Einfluss. Zum Beispiel gab es in Italien Gemeinschaften, wo eine Gleichheit zwischen den Menschen war, wie selten auf der Welt. Und natürlich die logische Philosophie hat Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass etwas nicht materielles ist. Dass etwas, was nicht Materie ist, dass es der Grund zu allem ist, das bereitet Schwierigkeiten für eine logische, materielle Philosophie. Und in Indien gab es auch Ideen von einer ewigen Prinzipiell, das außerhalb der Welt liegt, das alles in Bewegung setzt. Und dort in Indien wurde also so etwas formuliert. Und dann haben wir den neuen Weltimpuls, das einen höheren Einfluss auf, und dieser neue Weltimpuls hat also einen größeren Einfluss auf unser Gefühl gehabt. Und das ist deshalb, weil das von dem
Planeten ausgeht. Und unser Planet spricht zu anderen Planeten in der Welt. Und das beeinflusst die Menschheit mehr und mehr in einem solchen Ausmaß in den letzten 100 Jahren, dass unsere soziale Welt sich verändert hat. Und auch die Entwicklung in der Wissenschaft ist davon herangetrieben worden. Aber auch Humanität, mehr geistliche Gedanken sind hineingekommen während der Zeit, wo die alten Religionen noch vorhanden waren. So, dieser alte Weltimpuls hat also Sachen erzeugt, die uns veränderten. Und also einerseits haben wir die Intelligenz mehr entwickelt und diese Intelligenz geht auch in die Religion hinein. Obwohl es vorkommen kann, dass wir nicht mit den Antworten zufrieden sind. Aber wir fangen an zu untersuchen und haben philosophische Fragen, um weiterzukommen. Woher komme ich? Was ist mein Ziel? Und dann haben wir auch die Moralität, die sich entwickelt. Also es gab ja auch schon in Griechenland, in den alten Zeiten, Philosophen, die neue Fragen stellten. Und das geschieht natürlich nicht gleichzeitig in der ganzen Welt. Die Weltimpulse, die beeinflussen die Menschen zu verschiedenen Zeiten. Und einige dieser Impulse sind immer noch dabei, Einfluss zu nehmen. Und es ist ja sehr interessant zu sehen, wie die alten Impulse immer noch Leute beeinflussen, überall in der Welt. Und Martinus hat ein Symbol gegeben, das er nennt den alten Weltimpuls und den neuen Weltimpuls. Wir haben den alten Weltimpuls hier bei diesem Stern und da gibt es verschiedene Kategorien von Leuten. Und hier haben wir den neuen Weltimpuls und hier sind Menschen, die nicht mehr in Kontakt oder die nicht mehr beeinflusst werden von dem alten Weltimpuls. Sie bekommen also keine Inspiration von den alten Weltreligionen. Und die Balance zwischen Gefühl und Intelligenz ist hier mit den grünen und mit den gelben Farben hier bezeichnet. Martinus teilt also die Menschheit in zwei Gruppen auf, abhängig davon, ob sie zu dem alten oder neuen Weltimpuls gehören. Und er sagt, ein großer Teil der Menschheit ist also von dem neuen Weltimpuls inspiriert und kann nicht mehr sich für den alten Weltimpuls begeistern. Hier, die Leute wollen wissen, wollen belehrt werden. Sie wollen nicht mehr glauben. Und wir wollen also Sachen logisch erklärt bekommen, bevor wir an etwas glauben. Und an der anderen Seite haben wir diese Leute, die bei dem alten Impuls inspiriert sind, also von den göttlichen Religionssuggestionen. Und sie haben also keine Intelligenz oder kein Interesse daran, in diesem Gebiet Fragen zu stellen. Und wir sehen, wo wir ein gleiches Maß von Intelligenz und Gefühl hat, und also die Intelligenz und das Gefühl, die sind in Harmonie hier, und dann haben wir die Gruppe, oder die Teile von Leuten, die mehr Gefühl haben als Intelligenz. Und hier sind spirituelle Leute,
die vielleicht auch etwas mehr primitiv sind. Sie können Fanatiker werden, sie können religiöse Fanatiker werden. Und dann haben wir Leute, die mehr Intelligenz haben als Gefühl. Und diese Leute, sie können Politiker werden, sie können Geschäftsleute werden, aber die meistentwickelten Leute sind dann Philosophen. Und die meistentwickelten Leute sind oft sehr spirituell und auch weit entwickelt. Und hier haben wir die gleichen Kategorien, aber diese Menschen hier, da ist es balanciert zwischen Intelligenz und Gefühl, und diese Menschen sind die meist in Übereinstimmung mit den religiösen Ideen leben. Und hier haben wir sehr humane Menschen, und die immer noch unter dem Influence des alten Impulses stehen. Und hier haben wir Menschen, die beherrscht sind von dem Gefühl und weniger Intelligenz haben, und das sind oft religiöse Fanatiker. Und hier haben wir Menschen, die mehr Intelligenz als Gefühl haben. Und das sind Menschen, die oft von einer alten Kultur kommen und dann in die neuen Kultur hineinkommen. Und sie haben oft Schwierigkeiten, wenn sie von ihrer natürlichen oder Naturphilosophie in unsere moderne Welt hineinkommen. Wenn wir jetzt weitermachen mit dem neuen Weltimpuls und was eine der Konsequenzen ist, die also Intelligenz befördert hat, und das hat eine zur materialistischen Weltreligion geführt. Und Nietzsche sagt, es gibt keine ewigen Fakten, genauso wenig wie es eine absolute Wahrheit gibt. Und hier gibt es einen anderen Philosophen, der gesagt hat, die einzige absolute Wahrheit ist, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Und hier wird also gesagt, es gibt keine festen Werte, alles ist relativ und alles ist gleich gut. Aber hier argumentiert Martinus, dass es einen absoluten Glauben und absolute Werte gibt. Aber unsere Erfahrung ist subjektiv und wir können das nicht sehen. Und es ist immer eine Frage der Perspektive, wie wir Sachen sehen. Und hier seht ihr das Bild, hier haben wir die Wahrheit symbolisiert. Und ihr könnt sehen, dass wir den Unterschied sehen. Hier sieht man das einmal, dasselbe als ein Zirkel, anderes Mal als ein Viereck. Und jede Person an diesem Planet sieht verschiedene Sachen, weil wir verschiedene Ausgangspunkte in uns haben, aufgrund der Erlebnisse, die wir in vielen Leben gehabt haben. So wie sich etwas für uns zeigt, das ist immer eine Frage der Perspektive. So gemäß Martinus, wir erleben jetzt die Kulmination des Materialismus und dieses technische Können und des Kennisch, Entschuldigung. Wir erleben jetzt die Kulmination des Materialismus und des technischen Könnens. Aber weder die wachsende Intelligenz und die daraus hervortretende Wissenschaft zusammen mit der Religion, das heißt den Sündenkomplex des Westens und dem Jesus unsere Sünden übernommen, gemäß dem Jesus unsere Sünden übernommen und Meditationspraxis des Ostens, diese Sachen haben weder Glück für die Menschen oder friedliche Lebensverhältnisse erschaffen. So das, was wir gemacht haben, indem wir an die Wissenschaft glaubten, dass wir glaubten, unsere Sünden sind von Jesus übernommen worden und dass die wir meditieren, das hat nicht dazu geführt, dass wir heute friedliche Lebensverhältnisse erschaffen haben auf der Erde. Wir haben jetzt ein Verlangen danach, wir verwünschen uns jetzt immer mehr, dass wir liebevoll zu unserem Nächsten sind
Und dieses Gefühl der Empathie kommt natürlich von unseren Lebenserfahrungen. Und diese Also wir haben eine neue Erfahrung bekommen. Martinus sagt, der Mensch muss eine Wissenschaft über die physische Welt und deren Gesetze sowie über seine eigene psychische Struktur haben. Er muss seine Intelligenz mit den lebenden Gefühlen oder der Nächstenliebe verbinden. Und diese Kombination wird den Menschen zu einem intuitiven Erlebnis des Zusammenhangs zwischen allen Lebewesen bringen, die in dem universalen Organismus der Gottheit leben, sich bewegen und dort sind. Wunderbare Worte. Und Martinus' Aufgabe war es ja, dieses Wissen zu der Menschheit zu bringen, nicht in Form des Glaubens, sondern als eine Geisteswissenschaft, als eine Kombination von einer alten metaphysischen Kombinissen, zugleich Wissen also, und zugleich mit der Intellektualität, die den Menschen zur Verfügung steht. Und wir müssen den Menschen die Gelegenheit geben, die Sachen so zu studieren, wie sie es wollen. So die Aufgabe der Martinus ist nicht, eine neue Religion zu erschaffen, sondern eine Wissenschaft über das Leben zu geben. Und nicht zuletzt, er zeigt, wie verschiedene Gedankenklimate und Aktionen, wie das Folgen in unserem Leben haben, sodass wir allmählich damit anfangen, in der Schöpfung der Menschheit mitzuhelfen. Aber um einen Frieden in der Welt zu erschaffen, da werden alle Menschen allmählich sich mehr zu der Humanität hin entwickeln. Und wir werden dahin kommen, lieber zu leiden, als dass wir andere leiden lassen. Und wir werden allmählich zu dem kosmischen Bewusstsein kommen, sodass wir letztendlich die Ewigkeit und die ewigen Prinzipien mit Gottes eigenen Augen sehen können. In den eigenen Worten von Martinus, Martinus hat also eine Aufgabe, uns zu zeigen, welche Gesetze herrschen in dem Mikrokosmos, Makrokosmos, sodass wir selbst erkennen, welche Aufgaben wir haben und dass wir selbst zu der Erkenntnis kommen, was unsere Aufgaben sind, um uns selbst weiterentwickeln zu können. Es gibt also keiner, der irgendetwas für uns entwickelt. Es gibt kein anderer, der uns entwickelt, sondern wir sind verantwortlich für unsere eigene Entwicklung. Also es kommt eine neue Verantwortung in der Welt. Wir selbst sind also verantwortlich für unsere Entwicklung, kein anderer. Martinus war also die Aufgabe gegeben, uns ein neues Weltsicht zu geben und das nicht nur die Naturlagen betrifft, sondern auch das, was hinter den Naturgesetzen ist, nämlich die ganze Gesetze der Schöpfungen uns zu zeigen. Und Martinus beschreibt uns die Veränderung unserer Welt und zeigt, also wie gesagt, Martinus' Aufgabe ist, zu zeigen, wie die Gesetze hinter der, was wir sehen, erleben, was das geschieht. Martinus ist nicht der Einzige gewesen, der kosmische Gedanken gehabt hat, aber er ist gekommen, um uns einen zusammenhängenden kosmische Welt an sich zu geben. Aber gemäß dieser Weltanschauung, da haben wir früher Bruchstücke von dieser Weltanschauung oder Weltbild gehabt. Und es gibt also Spinoza,
Jakob Böhme, die uns auch Bilder gegeben haben. Und es gab auch den deutschen Philosophen Leibniz, der uns Ideen gehabt hat, die an das erinnern, was Martinus sagt. Er arbeitet zielstrebig, um einen religiösen Weltfrieden zu erreichen, indem er versuchte, Wissenschaft und Religion zu einer Ganzheit zu vereinigen. Er arbeitete auch mit Ideen des Völkerverbundes. Man kann nicht verstehen, was gut oder böse ist. Wenn man nicht das Böse kennt, in der gleichen Weise kann man nicht verstehen, was Wärme ist, wenn man nicht gleichzeitig weiß, dass etwas kalt ist. Er sagt weiter, alle Leiden in der Welt sind notwendig, denn sie bewirken, dass man einen Preis für das Gute setzen kann. Deshalb ist es nicht möglich, sich vorzustellen, dass Gott eine bessere Welt als diese erschaffen haben könnte. So, wenn wir zurückschauen, es gibt also große Denker in der Geschichte, und die uns geholfen haben und die wirklich auf der gleichen Seite stehen wie Martinus. Und wir sehen also Gleichheit in den Ideen, die auch Martinus vermittelt. Und man kann sagen, dass Teile dieser Welt, Teile von diesem ewigen Weltbild, gab es also auch schon zu früheren Zeiten. Und wir sprachen über die Aufgaben, die Martinus hatte, um uns weiterzuhelfen. Und folgendes Zitat. Der Beistand, der Heilige Geist, ist also in Form des gegenwärtigen Dritten Testamentes eine Fortsetzung der Verkündigung Jesus. Er ist eine Fortsetzung der Verkündigung des ewigen Lichts von dem Stern von Bethlehem. In diesem Licht wird hier für die Welt die Lösung der größten Lebensprinzipien und damit auch der Unerschütterlichkeit des Christentums als ein Lebensfundament für Glück und Seligkeit und der Existenzbasis der Welt zu offenbaren. Das sagt er also über den Beistand, den Heiligen Geist, den das Dritte Testament ausmacht. Es ist also nicht Martinus selbst, der ein neues Glaubenobjekt wird. Aber wir selbst sollen spirituelle Forscher auf dem Lebensweg sein. Martinus sagt Folgendes: Der Heilige Geist strahlt heute mit erneuter Kraft in die Welt hinein. Dieser Geist ist keine Person, sondern leuchtende kosmische Materie. Er ist das einzige Material für die Erschaffung von Gedanken im Gehirn und im Bewusstsein. Er ist das höchste Wissen über Gott, über die Natur des Weltalls und den höchsten Gesetzen des Lebens. Diese Materie leuchtet heute in Form kosmischer Energiewellen vom Zentrum der Milchstraße direkt hinein in die skandinavischen Länder. Und es ist dieser, der zum Beispiel bedingt, dass ich das höchste kosmische Wissen manifestieren kann. Also Martinus sagt das über sich. Mein Bewusstsein hat ein Stadium erreicht, in dem es dazu entwickelt ist, um den Heiligen Geist empfangen, erleben und manifestieren zu können. Unsere Aufgabe ist es also, hinauszugehen und Verantwortung für die Entwicklung unseres eigenen Lebens zu nehmen. Natürlich müssen wir auch mit unserer Intelligenz hinausgehen und untersuchen, was richtig ist. Wir können Teile von Martinus nehmen. Wir brauchen absolut nicht alles zu glauben, was er sagt, sondern wir sollen uns auch inspirieren lassen oder können uns inspirieren lassen von anderen traditionellen Religionen. Und wir können Teile von Martinus nehmen. Aber ich fühle, dass Martinus im Grunde das ganze Weltbild hat. So, wenn ich dieses Wissen in Kontakt damit bekam, das war für mich sehr bedeutungsvoll.
Alles, was ich zuvor gelesen habe, fiel auf einmal auf einen Platz zusammen. Und das ist etwas, was man lesen muss, was man untersuchen soll und auch nachspüren soll, selbst ob das Resonanz im eigenen Herzen gibt. Und wir haben es dahin zu nehmen, wie es ist. Und wenn Martinus sagt ja auch, wenn ihr euch das nicht passt, lasst es liegen. Und wie gesagt, das ist ein Geschenk an die Menschheit. Es ist also ein Geschenk von der geistigen Welt, die höchste, eins der höchsten Wissen von der geistigen Welt, die uns gegeben ist. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.